Leute, ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge von Transfer FIFA 2. Ja, und das sieht hier gut aus. Da kann man hier locker eine Highspeed-Strecke machen. Weiter. Benutzer definiert wollen wir nicht. Wir wollen das Startjahr 1870 bitte. Schwierigkeit einfach auf Europa. In Europa starten durch. Ja, wir werden vielleicht mal auch andere Kontinente spielen. Dann machen wir ein nordamerikanisches Let's Play. Aber zuerst mal sind wir in Europa. Ja, und jede Folge sollte halt ungefähr 20 Minuten gehen. Ich habe mir vorgestellt, 20 bis 30 Minuten. Die erste Folge wird vielleicht 20, 25 Minuten dauern. Dann wird die nächste Folge wahrscheinlich auf 20, 25 Minuten, vielleicht 30 dann auch schon. Das kommt ganz drauf an. Ja, das ist auf jeden Fall No-Cut, das heißt, ihr werdet alles sehen. Heißt, wenn ich mal eine Stunde lang etwas baue, werdet ihr das eine Stunde lang sehen, wie ich was baue. Heißt, ich werde nicht so viel mit Terraform am Anfang machen. Erst später dann im Game. Und wir könnten auch mal ein Sandbox-Game machen. Das heißt, wir haben unendlich Geld, also eigentlich No-Cost. Würde ich dann machen. Irgendeine random Map. Vielleicht sogar dann sehr groß. 1, 3. Und dann eine Hochgeschwindigkeitsstrecke machen. Und dann auch so Tests machen, welcher aller Höchstgeschwindigkeitszüge ist denn am schnellsten. Sagen. Auch mit Fahrzeuge kein End, ja. Dabei werde ich keine Mods holen, sondern alle, die sozusagen Standard schon im Spiel drinnen sind. Ja, dann schauen wir mal rein. So, ich habe das schon mal versucht, hier etwas zu machen. Erstmal pausieren, gehen auf nicht normale Laufschritte, sondern ein Viertel, weil dieses Projekt soll jetzt ziemlich lange dauern. Ich habe schon mal versucht aufzunehmen mit OBS Studio. OBS, aber okay. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich habe es ausprobiert gehabt. Hat aber nicht hingekriegt, alles zu verarbeiten. Praktisch, also wirklich, das hat nicht verschafft, das zu verarbeiten. Also die ganzen wirklichen Daten, die da reingekommen sind. Das ist schon krass, wenn man denkt, so OBS ist eigentlich ein ziemlich stabiles Programm. Und ich sehe hier eine gute Möglichkeit. Dann gehen wir hier direkt rein. Und fangen an zu bauen mit einem Endgüter-Endbahnhof. Vielleicht von 80 Metern nur. Mal gleich 120 Metern. Ja, eigentlich 80 Metern, weil ich kann das immer noch ausbauen. Jetzt habe ich gerade kommen verarschen. Ich möchte. Ach du Scheiße. Na komm. Ja, perfekt. Dann hier. Da ist gleich schon. Es ist ja voll nah. Jeweils. Das spart uns am Anfang auf jeden Fall ein bisschen Geld. Geschwindigkeit können wir größtenteils halten. Perfekt, dann machen wir Gebäude. Nehmen wir das mal ganz kurz um die eigene Achse. Ein bisschen zu viel gedreht. Oha, das sieht cool aus. Haha, das finde ich echt cool. Und dann auch mit dieser Gabel. So. Dann hier eine Linie, neue Linie. Das ist eine braune Farbe. Und wir sagen, du kommst von da. Von Traisen nach Traisern Nord. So,
So, das ist jetzt Holz zu Bretter. Perfekt. Und in Kaisern sollst du dich immer vorladen, einer Fachhütte. Ja. Ich glaube, getan. Ich glaube, ich habe gerade den einen Schnellkies. Ach komm, wurscht. Dann holen wir uns mal Fahrzeuge. Holen uns die Brosig. Und holen uns 2, 3, 4. Na, Fernleiter Kapazität. Ja. Und vielleicht die 40 voll. Alter. Jetzt weiter. Das kommt. Ja, das ist schon ein bisschen mehr. Also auf jeden Fall zwei Vibes eigentlich, ja, cool. Was wollte ich noch machen? Haben wir das connected? Die Städtename will ich nicht. Die Städte will ich nicht umbenennen. Das war nämlich bitte nach der Größe sortieren. Die größte Stadt Scharnhorst wird zu Wien umbenannt. Füllfeld wird zu Graz, Uschur, Podelzig wird dann zu Linz, oder Linz, wurscht, Aufhausen, das wird dann, ist dann schon Klagenfurt. Salzburg. Akkusse bitte. Eisern ist dann. Ist auch eine große österreichische Stadt. In Linz, sie haben schon ein paar Gescheiß, bis auf St. Pölten zum Beispiel. St. Pölten könnt ihr auf jeden Fall. Ihr könnt dann eher in Spuck. Spuck. Wir sehen uns das Bild nicht mit rein. Dann haben wir hier also dann Bregenz, sagen wir mal Bregenz. Dann haben wir hier wäre das Eisenstadt. Perfekt. Hat sich das schon umbenannt? Okay, perfekt. Dann lassen wir das erstmal ablaufen. Ja, ist auch kurz. Oder haben wir schon? Ich glaube, haben wir schon etwas, mit dem wir Öl transportieren können. Haben wir schon bei... Ka wir haben Kesselwagen. Ja, haben wir. Könnten noch mal eine Challenge machen zu sagen, alles nur mit den, also alles nur mit einem so von diesen, was heißen's, nur eine von den, was ich meine, ach geil, ja, von diesen Depots halt eben zu verwenden, dass wir sozusagen immer nur ein Depot von jeder Sache auf der ganzen Map haben dürfen. Kommt das? Das kommt so. Das heißt, so ist eigentlich am besten. Oh. Mal an. Dann müssen wir jetzt einfach hier noch eine kleine, aber feine. Macht das sich jetzt nicht mit dem verbunden, okay. Wie heißt du? Dreisam.
Das heißt, was ist Reisen West? Dann bist du nicht Innsbruck, sondern Kreisern Ost. Kann jetzt kommen wir falsch, ist mir aber wurscht. Dann wieder ich, Linienmanager. Ja, ist mir klar. Moment, pausiert. Das passt für Öl. Die Farbe. Das nennt sich, das ist auch Rohöl. Rohöl. Zur Raffinerie. Raffinerie. Ja. Jetzt dann Zug. Gleise. Dann haben wir hier wieder die Gebäude. Viel zu cool, weil so sieht es aus, als wäre es im Bahnhof integriert. Aber genau, also nur eine von diesen Zugdepots, dann eins nur für die ganzen Straßenbahnen. Es wäre mal eine wirkliche Herausforderung. Dann holen wir jetzt uns mal einen Dampflok und wie viel Kästenwagen? Sagen wir mal so auf 45. Vierzig. Rohölraffinerie. Okay. Dann lassen wir mal laufen. Und wir bezahlen schnell zurück. Oh, Hälfte der Zeit haben wir schon. Wir sind schon über der Hälfte der Zeit. Oh, nochmal gut Geld, aber. Das ist vor allem so eine. Ah. Ich finde immer wieder diese Schnellknöpfe fürs Drehen. Aber ich bin gewohnt mit der Maus das zu tun. Aber hier, das ist eigentlich. Wenn ich kurz in die Perspektive von dir reingehen könnte. Nicht so am schönsten. Ja, da haben wir eigentlich, glaube ich, schon unseren. Wenn es jetzt gerade geleckt hat. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Haha, ich hab gerade Screenshot gemacht. Das heißt, ihr wisst, was dann mein, ja, das gesehen hat. Ah, aber das ist eine Strecke, die ich, das ist ja eigentlich gerade, eigentlich komplett gerade. Das ist gerade. Das ist so wie im Osten von Österreich praktisch. Also Innsbruck ist ja eigentlich der falsche Name dafür, aber egal. Du Kumpel kommst nicht mehr hinterher. Wie ich das so sehe. Ja, die Mitte, so von da bis da. Warum ist hier nicht der Baumweg? Fangen wir mal hier hinten an. Ja, schön.
Wir haben hier Rechtsverkehr. Einbahnverkehr, also ja. Auf Nein klicken. Ist es lang genug? Na, ja nicht. Müsste eher von hier losgehen. Ja, ist mal klar. Das ist ein Ergebnis, dass du jetzt da gerade sagst, aufschreist. Mir klar. Junge, wo ist dein Problem? Okay. Alter Junge. Sei doch nicht so problematisch. Junge, dreh doch einfach um. Jetzt hast du aber kein Problem mehr, nicht? Oder? Können uns doch einen zweiten zukaufen. Ja, geil. Nicht genügend Geld. Ja, dann verkaufen wir. Sollen wir erstmal zurück? Oh. Jetzt zurückgezahlt haben, würde ich aber sagen, ja, wir können hier natürlich auch das nächste Mal, glaube ich, nehmen wir hier uns vor, irgendwie hier entweder so, das wird eine schöne Strecke auf jeden Fall, entweder so halt eben zu fahren oder so hier Brot nach Brechinsland zu bringen. Ich würde dann sagen, aber bis nächste Mal dann. Ciao. Ciao.